Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir kochen dieses Mal backen eines der berühmtesten Gerichte überhaupt, Lasagne. Und für dieses Gericht nehme ich Bauchspeck, Rindfleisch und Schweinefleisch und das wolfe ich ganz frisch durch den Fleischwolf. Hatte ich einfach mal so richtig Glück, dass ich so einen alten Fleischwolf, so einen richtigen Qualitätsfleischwolf auf dem Flohmarkt kaufen konnte. Der ist echt Gold wert. Aber wir brauchen nicht nur frisches Hackfleisch, sondern auch Gemüse. Und das Gemüse habe ich schon geschnippelt. Dann nehmen wir Möhren, Petersilienwurzel, Knollensellerie und Zwiebeln. Und die rösten wir jetzt kurz im Topf an. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich eigentlich das Hackfleisch frisch mache, ganz einfach, bei mir gibt's einen Histaminefall. Wer nicht Histamine verträgt, der braucht frisches Hackfleisch. Und dieses Hackfleisch gebe ich jetzt auch zum Gemüse hinzu und dann braten wir das Ganze mal kurz an. Zwischendurch haben wir auch schon mal das Gemüse kurz gesalzen. Man kann natürlich auch immer wieder mal kurz abschmecken, ob auch genügend Salz dran ist. Weil ich mich nicht sklavisch an das Rezept halte, gebe ich hier auch noch frisch gehackten Knoblauch hinzu. Und ist ja klar, ne? Wir geben Vollgas. Wir braten das Ganze so richtig gut an, damit sich auch Röstaromen bilden. Anschließend löschen wir das Ganze kurz mit Rotwein ab und geben dann die gehackten Tomaten aus der Dose jetzt auch hinzu. Dann nehmen wir dann insgesamt 3 Dosen. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal köcheln und dann können wir unseren Kräutergarten auch schon plündern. Weil jetzt brauchen wir Basilikum, Thymian und Petersilie. Natürlich könnt ihr auch noch Oregano dazu nehmen, aber das liegt an euch. Wir hacken die Kräuter erstmal fein. Dann schmecken wir die Soße wieder ab, geben dann die Kräuter mit hinein und würzen noch, wenn nötig, mit Salz und Pfeffer. Wer möchte, kann natürlich wie bei einer richtigen Sauce Bolognese Milch hinzugeben. Aber bei diesem Rezept lasse ich die Milch weg. Und während jetzt die Sauce weiterköchelt, können wir schon weitere Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel Mozzarella klein schneiden, Parmesan sehr fein reiben oder eine Bechamelsoße zubereiten. Was brauchen wir für die Bechamelsoße? Ja, natürlich Butter. Die geben wir in eine Pfanne. Und in diese Pfanne sieben wir dann schrittweise das Mehl hinzu und rühren kräftig durch das Ganze. Und wir wollen ja auch den maximalen Geschmack, also geben wir auch noch Salz hinzu. Einen Teelöffel voll. Aber eine weitere Zutat fehlt und das wäre Milch und zwar richtig viel. Und das geben wir dann auch schrittweise hinzu, damit sich keine Klumpen bilden. Gut, wenn man denkt, man hat noch ein bisschen zu wenig Butter drin, dann kann man natürlich noch ein bisschen Butter hinzugeben.
ja, und ich gebe auch noch speziell was hinzu, was nicht jeder macht. Und zwar, ich gebe noch 200 Gramm Ricotta hinzu. Da rühre ich auch wieder alles kräftig durch, damit sich der Ricotta schön auflöst in dieser Bechamelsoße. Auch sollte man die Soße abschmecken. Vielleicht fehlt ja noch ein bisschen Salz. Gut, während vorhin die Hackfleischsoße einkochte, habe ich natürlich jetzt schon auch die Auflaufform vorbereitet und kräftig eingefettet. Und wir geben gleich die heiße Soße in die Auflaufform hinein. Natürlich fangen wir in der untersten Schicht mit der Hackfleischsoße an. Und gleich danach kommt dann eine Schicht Lasagneblätter. Ich nehme hier die fertigen Lasagneblätter. Die passen exakt in diese Auflaufform hinein. Und auf diese Lasagneblätterschicht geben wir eine dicke Schicht von der Bechamelsoße drauf. Und so geht's weiter. Immer im Wechsel. Aber wer möchte, kann natürlich auch mal einfach die Soße weglassen, die Hackfleischsoße oder auch nur Bechamelsoße. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt irgendwelche Regeln befolgen. Macht so, wie ihr denkt. Weil letztendlich essen tut's nachher ihr. Nur eines muss sein, die letzte Schicht oben, die muss eine Bechamelsoße sein. Die kommt auf eine Schicht von diesen Lasagneblättern drauf. Und da drauf, auf diese Bechamelsoße, kommt dann der Käse drauf, der Mozzarella und auf dem Mozzarella der geriebene Parmesan. Und wenn ihr jetzt denkt, Mann, macht der das voll, das geht ja bis zum Rand hoch. Da gebe ich euch recht, das habe ich auch gedacht und habe schon befürchtet, das Ganze wird im Ofen nachher überlaufen. Aber wie ihr nachher sehen werdet, da habe ich einfach mal Glück gehabt. Gut, zu der Zeit habt ihr natürlich schon den Ofen vorgeheizt, auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Denn sobald der Käse drauf ist, kommt das Ganze in den Ofen. 44 bis 45 Minuten. Und habe ich euch zu viel versprochen? Das Ganze ist nicht übergelaufen. Und das sieht auch richtig lecker aus. Ja. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Leute. Jetzt gönnen wir uns auch noch so ein richtig schönes Stück und geben das auf den Teller drauf. Und beim ersten Teil, was man so aus der Form herausholt, muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es könnte eine Sauerei werden, aber hier habe ich Glück gehabt. Okay, wie ihr aber seht, ich bin am Schnabulieren angekommen und somit am Ende von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefreut und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es mal nachkochen würdet. Also, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben, meine Freunde und Freundinnen. Bleibt gesund und bleibt am Ball. Ta-da!